Was ist denn das? Und herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Part. Let's play The Legend of Zelda The Wind Waker hier auf der wunderbaren Insel Tantopia, der Heimat des Dekobaumes. Wir wurden vom Leuenkönig hierher geschickt, um mal nach dem Rechten zu sehen. Nein, Spaß, wir wollen nur einen Diamant abstauben. Und zwar das von Fiore, die Hüterin, oder was war das? Die Erschafferin, glaube ich, des Landes. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht könnt ihr mich ja verbessern in den Kommis. Wäre auf jeden Fall ziemlich nett. Wir gucken mal, was der Dekobaum von uns zu sagen hat. Hier dieser große, hölzerne Kasten hier. Mit dicker Nase. Ja, denn es ist kein normaler Baum, wie ihr vielleicht sehen könnt. Er hat Warzen. Und zwar rote. Nein, was zur Hölle? Und grün. Windpocken? Masern? Nein. Es sind Schleimgelees, die ihn versuchen, ich sag mal, hochzunehmen. Oder beziehungsweise zu ärgern. Wie kriegen wir die da runter? Natürlich durch einen Rammstoß. Und zack, sind sie alle unten. So, ihr wollt den Dekobaum plätten. Aber bevor ihr das macht, wollen wir natürlich euch noch ein bisschen ausfarmen. Haha, die grünen zum Beispiel, die haben wir noch gar nicht. Das sind nämlich neue Arten. Und ey, jetzt ist hier gut, ey. Also ich habe viel Geduld hier, wenn es um Kämpfen geht, ne? Aber manchmal übertreibt ihr es hier mit euren kleinen Armadas hier, ey. 50 Stück, ey. Und da haben wir es. Bäm! Du hast grünes Schleimgelee gefunden. Es wird in der Beuteltasche aufbewahrt. Das grüne Gelee enthält viele wertvolle Bestandteile, die deiner magischen Energie wieder auf die Sprünge helfen. Allerdings muss es noch weiterverarbeitet werden. Aha, ein Tipp. Magische Energie? Was ist das? Und die ganzen Schleimgelees sind weg? Nein, sie leben noch. Wir helfen dir, Dekobaum. Keine Sorge. Wir sind ja der Retter in der Not. Der Typ aus der Legende sind wir zwar nicht, aber wir sind immer noch The Hero of Time. Der Hero of Time muss warten. Apropos, wir haben die Viecher besiegt. Danke, ich kann's bloß nicht sagen. Danke, danke, genau. what the hell? Ja, genau, what the hell, man. Ja, der hat magische Fähigkeiten. Bitte entschuldige. Es ist nur so, dass dein Gewand mich an vergangene Tage erinnert und ich mich der Sprache aus jener Tage bediene. Ich bin der Schutzgeist dieses Waldes, der Dekobaum. Ich danke dir, dass du mich von diesen Plagegeistern erlöst hast. Sag mir, derjenige, der dich hierher geführt hat, ist nicht zufällig das sprechende Boot namens der Rote Leuenkönig? Nein, es ist ein fahrendes Boot. Und heißt der Rote Baron. Okay, der war schlecht. Das dachte ich mir. Dann benötigst du also den Diamant der Götter, nicht wahr? Wäre schon hilfreich. Ich verstehe. Damit ist auch das Rätsel um all der Monster geklärt, die vor einiger Zeit hier aufgetaucht sind, um die Wälder unsicher zu machen. Diese schädliche Ganon ist demnach wieder auferstanden. Eile ist geboten. Ja, Ganon. Er hat uns die Tochter, beziehungsweise die Tochter sei schon, unsere Schwester beraubt. Leider, leider. Krox, Kinder des Waldes, dieser Junge ist nicht euer Feind. Seid unbesorgt und zeigt euch. Krox? Oh, sind die knuffig? Oh, sind die süß. Guckt euch die mal an, die sind voll süß. Und sie können fliegen. Fliegende Blätter. Und eine wunderbare Melodie. Wie lautet dein Name, mein Junge? Zero? Zero, darf ich dir die Crocs vorstellen? Sie sind ein Volk von Waldgeistern. Ursprünglich waren sie Menschen. Aber die langen, langen Jahre des Lebens, umgeben vom Meer, haben sie ihre jetzige Gestalt entwickeln lassen. Die Menschen haben Angst vor ihnen, wegen ihres Aussehens, aber in meinen Augen sind sie liebe, brave Kinder. Die sind aus Holz, das sind keine Kinder! Wie gewohnt wollen wir gerade alle zusammen unser alljähriges Zeremonie abhalten. Den Diamant, den du benötigst, will ich dir nach der Zeremonie aushändigen. Aber wenn wir uns jetzt nicht mehr der Zeremonie beeilen, dann geschieht noch ein Unglück. Nun denn, sind alle bereit? Wollen wir beginnen? Und der Dekobaum hat seine Stimme verloren, komischerweise. Dekobaum, furchtbar, furchtbar, es ist ganz furchtbar. Makros, Makros ist... Was ist geschehen, Tilios? Du und Makros, ihr kommt auch immer zu spät. Aber nein, Dekobaum, Makros ist in die verbotenen Hain gestürzt. Was sagst du da? In die verbotenen Hain?
Ich habe ihm gesagt, er soll vorsichtig sein, aber Makros sagte, er würde diesmal die Route oberhalb des verbotenen Hains fliegen. Das sei eine Abkürzung. Immer dieser Makros. Zero, hast es ja gehört. Der verbotene Hain gleich neben dem Wald ist ein unheimlicher Ort, an dem sich schreckliche Monster niedergelassen haben. Und dort ist mein kleiner Makros abgestürzt und wird jetzt bestimmt wohl ihn gefangen gehalten. Du wurdest vom Roten Leunkönig hergeführt. Dürfte ich dir wohl darum bitten, meinen kleinen Makros zu retten? Dekubau, Menschen können aber nicht fliegen. Du hast recht. Vom Meer aus kommt man dort wohl nicht hin. Zero, du scheinst mir zwar schwer zu sein, schwerer als die Crocs, aber es muss funktionieren. Nutze den Gegenstand, den ich dir gebe, und fliege damit durch die Lüfte. Ein Jetpack? Ein Flugzeug? Flügel? Sind wir jetzt ein Volk der Ortis? Oder futzt jetzt einfach nur? Ein Blatt? Ein Blatt? Ah, das war gut. Das hat gut getan. Ajan Zero, kletter bis hinauf auf meinem Kopf und hol dir das Blatt. Ja. Hier liegen nicht genug Blätter rum. Wir holen uns extra ein ganz großes Blatt von oben. Aus der Baumkrone des Dekobaumes. Vielleicht ist es was Besonderes. Vielleicht auch nicht. Wir gucken einfach mal. Und zwar können wir damit, beziehungsweise können wir in dieser Reihe, nein, das sind diesmal keine Pflanzen wie im letzten Part. Nein, das sind friedenlebende Pflanzen. Und diese Pflanzen werden uns helfen, auf den Dekobaum zu klettern, denn wir können ja schlecht klettern. Link ist ja nicht groß geworden mit solchen Fähigkeiten wie Klettern, Baumhäuser bauen oder whatever. Nein, er musste immer die Welt retten. Das war seine Bestimmung, seine Aufgabe. Und zwar könnt ihr sehen, wir fliegen jetzt hier durch die, beziehungsweise durch die Luft mit den Hilfe, oder mit Hilfe dieser Pflanzen, was uns, wow. Ah. Jeder normale Mensch hat sich die Beine gebrochen, aber Link bleibt dabei und macht einfach nur, das tat fast nicht weh. Naja, wir probieren es gleich nochmal. Und ich glaube, das war jetzt schon, nein, es war perfekt. Ich habe mich gewundert. Ich wollte mit dem Analogstick lenken und habe dann mit dem gelben Nunchuck gelenkt. Strange Sache auf jeden Fall, aber es hat geklappt. Schöne Sache. Und Feuer! Schon wieder! Derselbe Fehler nochmal, aber diesmal konnte ich mich retten. Weil ich wusste, ich würde diesen Fehler nicht nochmal machen. Hast du ein Schild im Gesicht? Nein, das ist mein Gesicht! Oh, tut mir leid. Ja, wir wollen weiter. Wir wollen hier auch nicht die kleinen Crocs ärgern, nerven, whatever. Okay, das war mal selten dumm. Wo geht's denn da lang? Oh Gott, die Armee kommt. Hört ihr das? Dieses Grillengeräusch. Und das schaffen wir vielleicht mit Glück? Nicht, ich wusste es. Dafür hatten wir einen Radius, der viel zu klein war. Man muss nämlich, um einen bestimmten Ort zu erreichen, einen bestimmten Weg zurücklegen, den wir leider nicht erfüllt haben, beziehungsweise nicht gemacht haben. Und vielleicht merkt ihr es, viele Leute, die nur The Legend of Zelda The Wind Waker gucken. Ja, meine Stimme hat sich verändert. Nein, ich bin nicht im Stimmbruch gekommen. Und jetzt gucken wir einfach mal. Ah, ich glaube, ich weiß, wie es ging. Wir können ja noch andere Utensilien nutzen, wie zum Beispiel den Greifhaken vom Volk der Oris. Aber wir wollen ja genau treffen, damit wir genau in den Mund der Pflanze kommen. Oder ist das eine wirkliche Pflanze und wir sind tot. Das wäre mal mies, Game Freak. Aber nein, Game Freak ist natürlich so nett und baut uns da gleich eine normale Pflanze hin, sodass wir da gleich so schön reingehen können. Und dann gleich feuerfrei. Bäm, in die nächste. Und ich hatte hier damals meine Probleme so. Ich weiß nicht warum, aber im Moment ist es ganz easy. Easy, easy. Mm, mm, mm. Und da ist das Blatt. Das Blatt of Doom. Ein gewöhnliches Blatt? Nein! Du hast das Dekoblatt gefunden. Lege es auf YZX und wirbel dein Umfeld kräftig auf. Benutze es im Sprung. So kannst du mit Hilfe deiner magischen Energie durch Lüfte gleiten. Du musst dabei lediglich auf die Windrichtung achten. Magische Energie? Werter Freund, hier drüben. Flieg von dort drüben mit Hilfe des Dekoblatts zu mir. Okay, man. Ja, das Dekoblatt ist jetzt hier verzeichnet. Wir machen dafür das Segel weg, da wir das eh nur auf hoher See gebrauchen können. Und dann spring und... I believe I can fly. Oh, Link, was war das denn? Nein, das hast du nicht getan, oder? Ja, Entschuldigung. So, da ist ein schöner Pfeil. Ihr könnt natürlich ein bisschen lenken damit auch. Nach links, nach rechts. Und da ist der Fluglotse und er sagt uns, auf die Landebahn bitte, mein Höher, R380. A380. Puff. Perfekt gelandet. Und mit Hilfe dieser magischen Energie gibt es auch natürlich neue Items. Wie seht ihr sie jetzt?
Energiepods. Die füllen unsere Energie wieder auf und damit können wir wieder weiter fliegen. Ja, ich sehe gerade, wir haben noch genug Zeit. Wir können auch ruhig weitermachen. Das werden wir natürlich auch. Ich habe gerade richtig Bock. Neues Headset, neues Equip. Alles chillig, meine Freunde. Da ist der verbotene Hain und da ist ein Tornado. Naja, wir sollen von hier aus darüber fliegen. Was sagst du denn, Meister? Glückwunsch, werter Freund. Endlich hältst du das Dekobild in den Händen. Die unheimliche Insel, die du dort siehst, ist der verbotene Hain, in dem Markus gefangen halten wird. Fliege mit Hilfe des Dekoblatts bis zum Eingang dort drüben. Das Dekoblatt ist aber windabhängig. Ja, das wissen wir. Ich erkläre es euch gleich mal am besten. Also, wir können uns hier hinstellen und wir können ja nicht natürlich gleich dorthin fliegen. Wir müssen natürlich einen kleinen Zwischenstopp machen und auf diesen kleinen Baumstamm da. Und dazu brauchen wir erstmal das Lied des Windes, damit wir den Wind in die richtige Richtung lenken können, damit wir mit dem Wind weitergleiten können. Wie gesagt, gegen den Wind ist ja ein bisschen doof, immer zu fliegen. Von daher gehen wir gleich mit dem Wind und mit dem Wind gleich falsch gegen die Insel. Ja, ist natürlich ein bisschen verkehrt jetzt. Wir werden uns natürlich ein bisschen besser orientieren können, sage ich mal auf gut Deutsch. Und das ist ein bisschen nordwestlicher. Dann passt das auch und dann sind wir auch glücklich, würde ich sagen, ne? Bisschen, okay, nordsüdlicher war das, oder? Ja, komm, nordsüdlich. Also, wenn das nicht perfekt war, dann heiße ich Achmael. Achmael, what the fuck? Was habe ich für einen Namen? Also, springen und fliegen. Und wir gleiten auf den Baumstamm zu. Mal gucken, ob wir es schaffen, auch von der Energie her. Sieht ziemlich knapp aus, aber Link ist ja bekanntlich ein Maufau in Sachen Flugkunst. Und der A380 ist gelandet. Ist auch noch ein bisschen Energie auf und dann müssen wir jetzt natürlich dort hinten hin. Und für den Weg dort hinten hin, wie seht ihr, es ist ein bisschen höher jetzt. Da müssen wir etwas nutzen, was uns etwas höher transportiert. Und dazu ist dieser gleiserne Tornado um diese Insel gemacht worden. Damit wir etwas höher kommen. So, und jetzt nach Norden. Das ist komplett falsch war eigentlich. Wir müssen nach Nordwesten. Nordsüden oder Nordwesten? Ja, Nordwesten müssen wir eigentlich. Ja, ja. Link macht Harriatz und schwingt das Blatt erstmal völlig durch den Wind. Link ist durch den Wind. Das ist Tatsache. So ist das mal. So. So, dahin müssen wir. Genau dorthin. So, wir warten jetzt ab, bis der Wind da ist und dann werden wir uns auf die Reise stürzen. Da kommt der Tornado of Doom, in den wir gleich reinspringen werden. Wir sehen doch nicht den Vogel an. Komm, wir müssen jetzt hier reinspringen, Link. Und Heurika, komm. War das Fail? Das war der größte Fail in der Geschichte von Zelda. Ja. Link, du bist ein Versager. Ein großer Versager. Du kannst auch mal gern gegen die Wand küssen da oder knutschen, wenn du willst. Ups. Ich hab doch gar kein Seepferdchen. Och Mann, Link, was sollen wir mit dir machen? Keine Energie mehr, aber wir haben jetzt zum Glück hier noch ein paar Pots, womit wir unsere Energie auffüllen können, sage ich mal. So, sollte eigentlich reichen jetzt. So, Link, jetzt aber auf ein neues, oder? Schaffst du es jetzt? Diesmal bin ich mir sicher, ich kann es schaffen. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Ich glaube schon, ja. Zitat von Bob der Baumeister, die epische Kindersendung der Welt. So, wir springen jetzt schon mal. Denn früh springen ist immer gut. Und Felix Baumgartner-Style. Way. Und so haben wir am Land gewonnen, beziehungsweise an Höhe, sagen wir mal. Und da kommen schon die ersten Kampfjets uns entgegen. Ja, ja, der A380, der ist immer hier mit Kämpfen umgeben. Und wir sind vor den verbotenen Heim. Wir können natürlich noch hier ein bisschen Energy wieder abstauben und da. Wow, 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 wow. Ey, was willst du? Die können wir nicht besiegen. Am besten schnell mal hier reingehen. In diese Höhle. Oder doch? Es ist wirklich schon verbotene Heim. Ja, meine Freunde, der zweite Dungeon lässt nicht lange auf sich warten. Und der Zero auch nicht. Von daher sage ich, bis zum nächsten Part, meine Freunde. Von The Legend of Zelda The Wind Waker. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt mir die Kommentare. Haut rein und bis zum nächsten Part. Ciao.